Ja, moin Leute, euer Santa Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Opening heute am 14. Dezember. In 10 Tagen haben wir es soweit, dann ist Weihnachten, dann kann sich einer glücklich schätzen, ein Spiel gewonnen zu haben, das ich ihm zu Weihnachten schenke. Und das wird in 8 Tagen schon entschieden. Am 22. ist Einsendeschluss, das heißt, solltet ihr noch keinen Brief geschrieben haben oder noch an der Formulierung feilen, dann solltet ihr euch langsam beeilen und es mir schicken. E-Mail-Adresse und was weiß ich, wo ihr alles hinschreiben könnt, ist alles in der Beschreibung. Und darum widmen wir uns jetzt erstmal dem Key von gestern. Der Key von gestern war versteckt hier in Final Fantasy 15 und zwar in einer komischen Szene. Da hat irgendwie, entweder hat es da rumgebackt oder das war so gewollt. Vielleicht war es auch ein Easter Egg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich da wunderbar den Key verstecken. So, falls er noch nicht eingelöst wurde, dann solltet ihr es vielleicht tun. Aber der ist so offensichtlich, ich denke mal, irgendjemand hat es gerafft, oder? Oder? Ich meine, die bei der Schriftart könnte man glauben, es ist Kunst. Ah, man weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, oh, da könnte was draus werden. Und meine unsichtbare Mütze ist nicht ganz so unsichtbar, wie ich es mir erhofft habe. Man sieht noch den Rand. Schade. Schade, schade, schade. Vor allem, wenn ich hier am Stuhl bin. Klar, logisch. Aber kommen wir heute fürs heutige Opening natürlich zum Kalender. Da kommt der Kalender an. Wir haben den 14. Dezember. Diesen öffnen wir jetzt. Und hier befindet sich mal wieder 2/3 eines Keys. Und der letzte Drittel, der wird in einem Video versteckt sein, das entweder um 14 Uhr, 16 Uhr oder 18 Uhr kommt. In eines dieser Videos wird der letzte Teil des Keys versteckt sein. Den müsst ihr finden, so wie es auch bei Final Fantasy gestern der Fall war. Und das Ganze gebt ihr dann bei Steam einfach ein, unter Spiel einlösen. Ich glaube, Steam-Spiel registrieren oder so ähnlich heißt das. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ihr werdet es schon finden. So, das war's schon für heute. Und natürlich werde ich euch ohne einen Tipp nicht nach Hause schicken. Der Tipp des Tages ist, ein Bro bringt einen anderen Bro nicht um und erstickt auch nicht seine Chancen bei einer Braut im Keim. Das sollte ich euch merken, Freunde. Wenn ihr das nächste Mal bei einer Party seid, bringt euren Freund nicht um. Er hat es nicht verdient. Haut rein, euer Zero. Tschüss.